Meine Brust ist geschwollen, heiß und schmerzt. Woran liegt das? Meistens treten diese Symptome beim Milcheinschuss auf. Es passiert in der Regel am dritten Tag nach der Geburt des Kindes. Dann ist die Brust klassischerweise sehr heiß, rot und geschwollen, tut auch weh und ist sehr schmerzempfindlich. Hilfreich ist es dann, die Brust vor dem Stillen zu wärmen, zum Beispiel mit einer Gelkompresse, die man vorher aufwärmt, dann auf die Brust legt, ungefähr 5 Minuten vor dem Stillen, dann ganz normal stillen, darauf achten, dass die Brust gut entleert wird und nach dem Stillen nochmal kühlen, zum Beispiel mit einer Quarkauflage oder mit einer Gelkompresse, die man dann auch gekühlt auflegen kann. In diesen Tagen sollte man nicht noch zusätzlich abpumpen, weil dann die Milchproduktion weiter angeregt wird.